Freunde der gepflegten Metallballerei, willkommen zurück mit World of Tanks und dem T-34-2, dem 8er Medium der Chinesen. Ich habe mal wieder ein bisschen gespielt und ich habe eine ziemlich gute Runde meiner Meinung nach herausgeholt. Es wird ein Panzer, ist nur so als Nebenbei-Tipp. Ja, und es ist auch bestimmt nicht irgendwie Take 5 oder so, dass ich versuche das aufzunehmen, weil ich von einem Telefonat unterbrochen wurde. Ja, das ist einfach hier eine richtig gute Aufstellung. Es ist ein 8er-Match. Ich bin Top-Tier mit meinem 8er. Medium. Es gibt auch nur Mediums im Top-Bereich und selbst die Heavies, die im Gegenteam sind, die sind nicht so wahnsinnig hart. In IS und Black Prince, da komme ich durch. Das ist ziemlich wichtig für meine 180mm Pen, die ich nur habe. Im Gegensatz zu teilweise 6er-Panzern, die über 200 haben. Na, wenn man an die Franzosen denkt, der AAL 44 ist es, glaube ich. Der hat über 200 mm Pen und ist ein 6er. Ich bin ein 8er und habe 180. Und ich weiß nicht, was mich hier aufdeckt. Das kann eigentlich nur der gegnerische Romy sein. Panzerjäger, Borsig. Ganz schön fies. Und der LTTB da oben ist auch ganz schön fies. Aber unsere Artis spielen mit und passen auf. Und die FV-207, die kann da oben drauf schießen wahrscheinlich. Ich muss mit jetzt die FVs. Oder noch irgendeine andere Arti. Jedenfalls, hat jetzt gekracht und ich krieg 650 Punkte Spotting. So, was haben wir denn hier noch? Jetzt gucken wir mal hier so ein bisschen um die Ecke. Da ist was direkt neben mir. Das ist nicht gut. Und dann kommt direkt noch die Lorraine vorgefahren. Die hat natürlich ein Magazin. Und ich krepp einen schlechten Winkel, einen negativen Magenwinkel für meine Kanone. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier vorfahren würde, ob ich die Kanone richtig runterkriege, um sie zu treffen. Und sie hat ein Magazin. Wenn sie mich kettet, tut das richtig weh. Dann drückt sie mir alles rein. Dummerweise spielt die gegnerische Artillerie auch gut mit. Und hat hier gerade unseren Crusader. Quatsch, nicht unseren Crusader, hat gerade unseren T-71 zerstört. Nicht cool. Aber wie gesagt, hier ist weit und breit kein Medium zu sehen. Außer die Lorraine, die schon so gut wie tot ist. Und wie ihr übrigens vielleicht schon bemerkt habt, ich habe auch Aslans Modpack installiert. Die Zielkreise funktionieren zwar alle irgendwie nicht, aber der Rest funktioniert. Zum Beispiel die HP-Anzeige der Panzer rechts und links. Funktioniert zumindest relativ gut. Gibt zumindest einen ungefähren Anhaltspunkt, wie voll die noch waren. Ich habe einen Konturmod installiert, ich habe auch wieder XVM installiert, hier, falls ihr mal schauen wollt. Alles ein bisschen Hilfen, um einzuschätzen, was eigentlich gerade im Gefecht passiert. Ja. So, die Su-100M1 weiß ich, dass ich hier stehe und das werde ich aber gleich verraten, nämlich jetzt, da wo ich in die Kette ziehe. Aber sie hat direkt repariert, glaube ich, weil so schnell macht man das normalerweise nicht über die Crew. Aber sie wollte lieber an der Ecke nicht stehen bleiben, weil unser LTG halt doch dort ordentlich reinlunzt über die Seite hier. Aber wo die halt hingefahren sind, mir fehlen auch noch ein paar Panzer, ne? Oder auch ein Black Prince irgendwie und irgendwie ist ein IS hier rumgekommen, der ist wohl ganz außen rumgefahren. Was natürlich nicht so günstig ist, aber hier wird halt jetzt richtig reinpotatert. Guckt mal an, wie ich den beschieße. Okay, der ist abgeprallt. Ja gut, das kann mal passieren. Aber es wird noch viel schlimmer. Wobei, erstmal wird es glaube ich ein bisschen besser. Weil jetzt wird gleich was aufgedeckt. Links von mir. Ah nein, der Pimpel schieße ich hier nochmal. Und ich komme irgendwie nicht durch. Da. Und Lorraine ist jetzt schon offen links von mir, ne? Ich habe es noch nicht realisiert, dass die Lorraine hier direkt ist. 100 Meter. Aber jetzt kann sie mir erst beschießen. Und sie bounced und dann ist sie dead. Dann war sie der One-Shot. Habe ich ein bisschen Glück gehabt. Weil mein Alpha-Schaden ist eigentlich im Durchschnitt nur 250 und da habe ich ein bisschen hochgerollt. So wie den zum Beispiel, den habe ich auch hochgerollt auf 270. Das ist ziemlich heftig. Ja, aber der IS, der muss da weg, der steht mistig und da weiß ich nicht, wo ich hingeschossen habe. Da muss ich irgendwie am Ruinenkrüppel davor hängen geblieben sein. Dass der nicht durchging. Aber der geht durch. Und jetzt kann ich einfach den nächsten Schuss geben, dass mir dann egal was passiert. Der muss einfach nur raus, damit wir uns im nächsten Mal beschäftigen können. Ich habe mir gedacht, selbst wenn er mir einen Schuss gibt, die 400 Schaden kann ich wahrscheinlich noch tanken. Scheiß drauf.
Ist also nicht so relevant, ob ich die kriege oder ob er mir den nicht gibt, aber er sollte sterben. Problem ist, jetzt haben wir hier den Black Prince und hinter uns den 1357, der jetzt erstmal unsere Badshed oben auf dem Turm getötet hat. Nicht gut. So, damit hat er die Priorität verändert. Jetzt muss also erst der 1357, ich habe halt angenommen erst, der wird sich nicht mehr zeigen mit seinem geringen HP, die er noch hat. Aber er zeigt sich und jetzt ist er auch weg. Okay. Also ist der Rücken erstmal wieder sauber. Geht's zurück in den Angriff. Der Black Prince hat noch 1000 Leben. Der ist noch einer der schwierigeren Kandidaten, weil er eigentlich ein bisschen was abprallen lassen kann, wenn man Pech hat. Und gleichzeitig ist links ein IKV. Den muss eigentlich der Jagdpanther aufgedeckt haben. Aber der ist natürlich in einer richtig guten Position für mich. Batz! Der Jagdpanther hat, glaube ich, auch direkt noch einen Schuss gegeben. Dadurch ist er schon auf unter halbes Leben. Der hat gerade fast über 500 HP auf jeden Fall verloren. Und da hat er echt fies angehalten. Da habe ich nur noch an seiner Kette gekrault vorne. Aber dort hat ihm irgendwas die Kette gezogen. Ich weiß nicht was. Man hat keinen Schaden gemacht. Aber dadurch kann ich halt kostenlos auf ihn schießen. Ich habe auch keinen Schuss ankommen sehen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber das hat ihn gerade getötet, weil er kommt direkt in die Deckung und dead. So. Inzwischen hat sich der Black Prince verzogen und die Su-100 M1 hat ordentlich kassiert. So, halten wir sie mal aufgedeckt. Ne? Wir wollen ja nicht riskieren, dass die hier irgendwie unsichtbar wird. Aber wir wollen auch nicht riskieren, uns irgendwie einen Schuss von ihr zu fangen. Deswegen, die Arti in unserem Team spielt Bombe mit. Sobald irgendwas auf ist, wird da reingeböllert, was geht. Daher kommen auch meine 1400 Aufklärungsschaden, glaube ich, zum großen Teil. Also schon ermöglichter Schaden. Problem ist, der Stock IS ist jetzt so umgefahren. Wir wissen nicht, wo der Black Prince ist. Da ist er. Er ist aber nicht mehr für mich erreichbar. Und der Röm hat halt sowieso noch volles Leben. Und der macht ganze 82 Schaden. Ach ne, das war die Arti, glaube ich, die geschossen hat. Aber trotzdem, der macht halt fast keinen Schaden. So. Alles ein bisschen doof. Auch wenn der Rheinmetall-Borsig hat dann nochmal ordentlich gefressen von unserer Arti. Wie gesagt, die spielt halt richtig gut mit, das macht richtig Spaß. Solange da irgendjemand frei im Feld steht, wird geböllert. Ich habe gesehen, oh, der U, das ist offen. Dem könnte ich vielleicht nochmal einen in die Seite schießen. Die ist nämlich eigentlich ziemlich weich. Nee, kann ich nicht. Aber der M12, die da einfach mitten drauf steht, der kann ich auf jeden Fall eingeben. Und pop. Da ist mein Bauer. Da habe ich leider den Kill nicht bekommen, das wird später nämlich noch relevant, aber ich bin natürlich ja trotzdem jetzt offen. Die M12 habe ich damit aufgedeckt. Oder der Udo ist eins von beiden. Ah nein. Jetzt wurde ich aufgedeckt. Und das war wahrscheinlich der Borsig. Nee, nicht der Borsig, der Black Prince muss es gewesen sein. Der Borsig hat nämlich gerade einen Jagdpanzer zerstört, der noch 200 Leben hat und meinte, ich fahre jetzt mal alleine da außen rum. Alles ein bisschen schwierig. Würde ich behaupten. Jetzt hört ihr die neue coole Musik, die habe ich jetzt mal angemacht für die Wiederholung. In 1.0 gibt es nämlich richtig nice Musik teilweise. Und jetzt ist hier schon, ne, ist langsam Ende. Wird dramatisch, wird knapp. Müssen wir noch gucken, dass wir hier den Sieg nach Hause tragen. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig. Und ich nutze hier ein bisschen, dass ich ein Medium bin und ein bisschen mobiler bin. Aber am Ende, der Borsig ist weg, der Black Prince. War anscheinend nicht da, weil der ist wahrscheinlich derjenige, der mich aufgedeckt hat. Der Ude stand ja unten. Also fahre ich immer ganz weit außen rum. Der Black Prince hat ja auch nicht mehr so viel Leben. Das können wir jetzt oben rechts ganz schön sehen. Die Altdrücke geht Sachen weg. Ja. Und der Black Prince aber mit dem... mit der Arti im Zug. Also sobald der mich aufdeckt, wird die Arti wahrscheinlich auf mich aimen. Und die hat bis jetzt immer schon ganz gut gewirkt. Also mal gucken, wie das läuft. So, und da ist er. Wir haben ihn gefunden und kein One-Shot, wir haben vorbeigeschossen. Wir sind Trottel. Wir sind richtig dumm. Jetzt stehen wir hier komplett offen für die Arti. Das ist nicht gut. Ich versuche zumindest ein bisschen in Deckung zu fahren. So, zielen, zack. So, er ist abgeprallt, sehr schön. Der scheint noch irgendwie eine kleine Kanone zu haben oder sowas. Der macht doch nicht bloß 150 Schaden normalerweise in Black Princess und 7er. Wobei die Briten haben irgendeine komische Philosophie, die schießen lieber öfter, anstatt viel Schaden zu machen. Das sind, glaube ich, die einzigen, die diese Philosophie verfolgen. Und rechtsklick, Bats, ins Gesicht, weiterfahren.
den Schuss einfach noch getankt. Die 157, was soll's, macht halt ewig nicht viel Schaden. Einen Schuss hat er rausbekommen. Ich glaube, der schießt irgendwie alle 5-6 Sekunden. Aber wie gesagt, der wird das Trade ein bisschen schwieriger. So, jetzt versuche ich hier ein bisschen überraschend, während meine Leute schon auf die gegnerische Basis zustimmen, ein bisschen überraschend von weiter außen rumzukommen. Ich will nicht einfach nur direkt reinfahren. Aber die M40, 43 hat sich gedacht, eben bewegen, bewegen. Ich werde sonst gleich zerschossen und dadurch wird er aufgedeckt und wird halt zerschossen. Weiß nicht, ob das so schlau war. In dem Punkt waren vielleicht ein bisschen viele Leute ein bisschen nah dran, um sich zu bewegen. So, jetzt ist die Frage noch Udis und die andere Art. So, gucken wir mal, hinten mal hier irgendwas. Ich versuche ein bisschen in den Hügel ranzukommen, um wieder Deckung zu haben. Und guck mal, da ist der Udis. Der kann schon nicht mehr auf mich schießen, was super ist. Und da ist die Art, die mir erstmal einen üblen Schuss gegeben hat. Hier habe ich Rechtsklick gedrückt. Was irgendwie nicht so gut war. Werden eben zwischen Auto-Aim auch davon beeinflusst wird, wenn man sowas hat? Vielleicht muss ich nicht näher ranfahren. Der braucht eh 300 Jahre zum Nachladen. Und bam. So. Jetzt habe ich 5 Kills. Und ich habe das nicht realisiert in-game. Ich habe einfach nur gespielt, so gut ich konnte. Ich habe nicht realisiert, dass ich hier 5 Kills habe. Hätte ich das realisiert, wäre ich vielleicht ein bisschen hungriger auf den letzten Kill gewesen. Denn ich denke mir hier, eigentlich will ich nur spotten, wenn er von der anderen Seite kommen, hoffen Leute angefahren. Der Röm ist runtergefahren, der T29 steht oben. Ich habe keinen Grund, mir jetzt hier irgendwie in Gefahr an 1 gegen 1 zu begeben. Und er guckt auch noch zu mir. Ist natürlich ungünstig, weil ich nicht weiß, wie viel Alpha-Schaden das Ding hat als Achter. Es könnte sein, dass es die 500 Schaden schon knackt. Und da will ich das halt dann doch nicht riskieren. Aber er guckt die ganze Zeit zu mir, er dreht sich nicht um. Er versucht nicht mal, sich umzudrehen. Ja. Hier hätte ich mir wahrscheinlich den Kill geholt, hätte ich realisiert, dass ich 5 Kills habe. Einfach um den Krieger zu kriegen, weil ich glaube, der Röm schiebt ihn sogar noch an, damit er... wenn ich mir den holen könnte, aber... war halt nicht so. Hab Wert, nicht geschalten. Aber 2000 Schaden und 1700 Spotting, es ist schon eine ordentliche Runde, würde ich behaupten. Und wie gesagt, nettes Panzerass. War einfach eine Runde gemacht für den T-34-2. Das war schön. Nur weiche Ziele. Alle kommen irgendwie einzeln rum. Ich mit ein bisschen hin und her fahren, konnte ich immer wieder neue Ziele beschießen. Super. Dankeschön, Gegner-Team. Ihr habt mir das Panzerass einfach ein Silbertablett serviert. Damit war's das. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß daran. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.